sie wegläuft. Okay, dann ist es er. Gut. Ein bisschen hat man schon das Gefühl, ihr laufe anderthalb Wochen vor der Premiere die Zeit davon. Und tatsächlich weiß Jutta Ebnoter nur zu gut, was für ein Ding sie sich da mit Haydns Schöpfung aufgeladen hat. Dieses große musikalische Werk auch noch zu vertanzen, das hatte es in Deutschland erst einmal gegeben. Yes. Ich wage mich wirklich, ja. Aber wenn man sich nicht als Künstler fordert und neue Wege geht, dann weiß ich nicht, dann stagniert es vielleicht auch irgendwann. Und das ist ja auch das Spannende an meinem Beruf, also dass ich mir immer wieder neue Ziele setze und dann auch mit dem Ensemble neue Ziele setze und weitergehe und vielleicht auch dem Publikum natürlich was biete, was vielleicht nicht so normal ist oder was man nicht unbedingt erwartet. Also das finde ich auch spannend. Haydns Schöpfung ist ein Oratorium über die Erschaffung der Welt. In eindringlichen Bildern zeichnet Ebnoter den Schöpfungsakt nach, beginnend mit der Erde und der Natur. Im zweiten Teil folgt die Erschaffung der Tiere, Fische, Vögel, Vieh. Und dann letztlich die des Menschen. Haydns Werk appelliert daran, diese Schöpfung zu bewahren. Ich glaube, wenn wir uns Dingen bewusst sind, dann kann man sie vielleicht auch ändern oder anders damit umgehen. Also die Welt zu ändern, das kann ich jetzt nicht mit diesem Stück, das ist auch nicht mein Anliegen. Aber auch dem Publikum was auf den Weg zu geben, vielleicht auch einen Moment, auch eine Pause zu haben von dem Schrecken, was um uns herum passiert. Und dann geht man wieder raus in die Welt und man sieht es aus einem anderen Blickwinkel. Noch ein bisschen langsamer, viel langsamer, 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 langsamer. Der dritte Teil der Schöpfung spielt im Garten Eden und erzählt die ersten Stunden von Adam und Eva. Seit November vergangenen Jahres hat Choreografin Jutta Ebnoter an ihrer Schöpfung gearbeitet. Immer wieder die Musik gehört und daraus ihre Bilder entwickelt. Ich glaube, so im Ganzen ist es was sehr Ästhetisches, also ein visuelles und musikalisches Erlebnis auf jeden Fall für den Zuschauer. Haydns Schöpfung als Ballett ist ein noch besonderer Höhepunkt dieser Spielzeit in Schwerin. Mit der Tanzkompanie im Mittelpunkt, getragen indes von der Idee der Schöpfung und Haydns grandioser Musik dazu. Morgen ist die Premiere.